liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben mich ein wenig vermisst, ist ja eine Weile her. Wie Sie sicherlich schon mitbekommen haben, ist unsere erste Station heute das Vogelparadies, Kuşcenneti. Anschließend fahren wir an die Küste nach Ayvalık und danach werden wir in Pergamon Hippokrates besuchen. Der Manyassee mit seinen Uferlandschaften ist Nationalpark mit einer Fläche von ca. 50 Hektar und trägt den Namen Vogelparadies zurecht. Hier gibt es keine herumschießenden Jäger, nur ein kleiner Teil ist für Touristen und Einheimische zugänglich. Dafür finden die Vögel, was das Herz begehrt. Insekten, Fische, Grünzeug und vor allem Ruhe. Burası kuş cenneti. Kuş cenneti, Vogelparadies. Evet, burada çok kuş var. 4000 kuş. Oh, 4000 kuş. Niçin burada çok kuş var? Çünkü, weil, çünkü burası Milli Park. Milli Park? Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet, çok güzel. Milli Park, Nationalpark. Nationalpark oder Naturschutzgebiet? Eine Şey. Eine Şey, dasselbe. Avrupa Konseyi bu Milli Parkı övdü. Ja, das habe ich im Reiseführer gelesen. Der Europarat hat dieses Naturschutzgebiet ausgezeichnet. Bravo, Peter. Burada 268 çeşit kuş var. Kuş cenneti. Kuş cenneti. Ama kuşlar turist sevmiyor. Çünkü turistler kuşları rahatsız ediyorlar. Çünkü turist kuşları rahatsız ediyor. Çünkü turist kuşları rahatsız ediyor. Biz turistiz. Kuşları rahatsız ediyoruz. İnsanlar kuşları rahatsız ediyorlar. Turistler de insan. Biz de insanız. Biz de insanız. Nach einem kleinen Spaziergang in Kuşcenneti werden wir die Reise mit unseren vier Freunden in Richtung Küste fortsetzen. Vorher aber machen wir noch Rast in der Nähe von Edremit, am Fuße des 1774 Meter hohen Kazdağ, wenige Kilometer von der Ägäisküste entfernt. Yabancı mısınız? Almanız. Yabancı, was meint er? Seid ihr fremd, fragt er. Fremd oder Ausländer? Yabancı, fremd oder Ausländer? Biz Almanları severiz. Ben Kazdağ'ında oturuyorum. Er wohnt in Kazdağ. Oturmak heißt wohnen. Wohnen oder auch sitzen. Kazdağ? Evet, Kazdağ. Çok güzel bir dağ. En güzel dağ. Gelmek ister misiniz? Benim konuğum olursunuz. Teşekkür ederiz. Er hat uns eingeladen. Wollen wir mit? Ja, gerne. Toll. Tamam. Unser Buyurun. Das können wir hier stehen. Die Landschaft rund um den Kazdağ ist geprägt durch Olivenhaine. Sie ist geradezu übersät mit Olivenbäumen.
Im Volksmund heißt diese Landschaft das Olivenmeer, das nach einem alten Märchen durch Stieglitzschwärme entstanden ist, die hier die Kerne der Oliven abgeworfen haben, nachdem sie die Oliven gegessen hatten. Seni gördünüz. Olivenbaumu. Çok zeytin ağacı gördük. Çok zeytin ağacı var. Evet. Çok zeytin ağacı var. Zeytin denizi. Olivenmeer. Ja, wie ein Meer von Olivenbäumen. Bu zeytinlerin bir masalı var. Masal. Evet. Masal çok güzel. Masal. Ben masal seviyorum. Bu zeytin denizi nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Saka kuşu, saka kuşunu biliyor musunuz? Saka kuşu? Stieglitz. Saka kuşu zeytini çok severmiş. Eskiden buralarda saka kuşu çok varmış. Eskiden burada çok saka kuşu varmış. Ağızlarında zeytinle uçarlarmış. Und die Stieglitze flogen in Schwärmen. Mit Oliven im Mund. Mit Oliven im Mund. Ağlarında hepinde. Zeytin yerlermiş. Zeytini yedikten sonra. Çekirdeği atarlarmış. Nachdem sie die Olive gegessen haben, warfen sie den Kern ab. Çekirdeklerden zamanla zeytin ağaçları olmuş. 1000 yaşında, 2000 yaşında zeytin ağaçları var. Evet, doğru. Güzel bir masal. Çok güzel. Türk masalları güzeldir. Türk masallarını seviyorum. Halk masalları güzeldir. Gehen wir denn jetzt weiter? Kalkalım mı dayı? Ne diyorsun? Kalkalım. Peki. Tamam. Devam edelim. Kocaman dağ, Kaz Dağı. Evet, Kaz Dağı. Çok güzel bir dağ. Büyük bir dağ. Çok büyük. Die Menschen am Kaz Dağı führen in den Sommermonaten oft ein einfaches Leben auf den Yaylas, den Almen dieser Berglandschaft. Mit ihren Schafs- und Ziegenherden verbringen sie dort in einfachen Hütten die Sommerzeit inmitten von Wäldern und Wiesen. Die Tiere sind ihr Lebensunterhalt. Sie werden hier gemolken, Butter und Käse wird hier auf der Alm hergestellt, die Wolle der Schafe und Ziegen weiterverarbeitet und später verkauft. Ihr Leben ist geprägt von tiefer Gastfreundschaft. Sie teilen das Wenige, was sie besitzen, mit jedem Besucher. Wir sind in Ayvalık, einer Kleinstadt an der Küste, nur wenige Kilometer von Kaz Dağı entfernt. Die kleine Hafenstadt mit rund 25.000 Einwohnern liegt in einer malerischen Bucht und dient als Umschlagplatz für das Olivenöl, das hier und in der Umgebung produziert wird. In den letzten Jahren wurde der Ort aber auch vom Tourismus beliebt. Eine Hitze hier. Geradezu ein Schauwetter.
Also, was steht heute auf dem Programm? Ich weiß nicht. Und wie wär's mit Schwimmen? So wahnsinnig, bei der Hitze. Wir machen erstmal einen Stadtbummel und anschließend gehen wir schwimmen. Ja? So machen wir das. Einverstanden. Gut. Verstanden. Ich möchte dir noch ein Wasser haben. Ich habe schon 4 Tees. Ach, 4 Tees sind gut. Direkt am Hafen ist die Fischverarbeitung und Kleinindustrie angesiedelt. Olivenöl, Butter und Seife werden hier hergestellt. Auffallend ist die griechische Bauweise der Altstadt. Vor 1923 lebten hier in der Tat fast nur Menschen griechischer Abstammung, die im Rahmen des griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausches dann den Ort verlassen haben. Dafür siedelten sich aus Kreta deportierte Türken hier in Ayvalık an. Die Altstadt selbst bietet keine guten Unterbringungsmöglichkeiten. Touristisch besser erschlossen sind die Sand- und Kiesstrände vor und hinter der Stadt, die in reizvollen Buchten oder auch auf einigen der zahlreichen vorgelagerten Inseln zu finden sind. Burası Şeytan Masası. Oh, çok güzel. Şeytan Masası? Teufelstisch. Adı niçin Şeytan Masası? Bu kadar güzel ve şeytan masası. Vielleicht, belki. Belki şeytan burada yemek yiyor. Belki, vielleicht. Şu ada? Midilli. Bir Yunan adası. Zona? Evet, çok yakın. Değil mi? Orası Ayvalık değil mi? Evet. Plajı çok güzel. Der bekannteste Strand in der Nähe von Ayvalık ist der Knoblauchstrand, Sarımsaklı Plaje. Mit zahlreichen Hotels, Campingplätzen und Apartmenthäusern ausgestattet, wird dieser 12 Kilometer lange und 200 Meter breite Strand von zahlreichen türkischen Großstädtern und ausländischen Touristen besucht. In der Hochsaison gibt es hier kaum freie Plätze. Du könntest in Köln ja auch mal kochen, nur so für uns, wenn keine Frauen dabei sind. Mal sehen. Aber nur, wenn du den Abwasch machst. Du kannst ja heute damit schon anfangen. Wieso ich? Ja, wieso nicht? Ich bin zum Tavlaspielen verabredet, hier am Campingplatz. Also, dann bis später. Na, wer gewinnt denn hier? Ja, wer wohl? Was macht ihr denn heute Abend noch? Wir gehen noch am Strand spazieren. Du brauchst nicht auf uns zu warten. Ja, wo ist denn Silvia? Ja, wo schon? Am Wohnmobil. Sie hat übrigens den ganzen Abwasch gemacht für die Herren der Schöpfung. Ja, ich habe gekocht. Der Peter war dran. Lass mal stecken, Akadash. Das hätte dein Abend werden können. Schönen Tag noch. Komm, Peter, du bist auch nicht besser. Schön.
İyi akşamlar. Sen benim yerime geçsene. Ben sonra da bir uğramaya çalışayım. Silvia. Silvia, schläfst du schon? Vedat, was ist denn? Drum. Ich wollte dich fragen, ich meine, vielleicht können wir heute Abend noch zusammen was machen. Vielleicht zum Strand gehen, eine Flasche Wein mitnehmen und... Du kommst spät, Vedat. Zu spät. Vielleicht ein anderes Mal. Dann lass uns doch heute Abend noch was zusammen sein. Ich komme zu dir, ja? Vedat, ich möchte schlafen. Und zwar alleine in meinem Schlafsack. Ach, und sei leise, wenn du reinkommst, ja? Gute Nacht. Schlaf schön. Günlerin içinden canım koşarak koşarak gel bana gel. O güzel gözlerin. Wie war's denn noch gestern Abend? Du bist ja früh schlafen gegangen, oder? Komm, wie geht's jetzt? Na, ihr beiden. Alles klar? Ja. Ich freue mich auf Pergamon. Sie können uns dann alles zeigen, Herr Reisberg. Okay. Gut, dass unsere vier Freunde ihre Harmonie wiederfinden. Das nächste Reiseziel hat ja wirklich einiges zu bieten. Wäre doch schön, wenn man diese historisch so bedeutende Landschaft gemeinsam genießen könnte. Wir nähern uns dem antiken Pergamon, 30 Kilometer von der Küste entfernt und 110 Kilometer nördlich von Izmir. Die heutige Stadt Bergama liegt zu Füßen der alten Akropolis. Sie ist eine Provinzstadt ohne besonderen Glanz. Die meisten Touristen kommen lediglich in Tagesausflügen zu den historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wir beginnen unsere Besichtigung im Stadtzentrum am Kızıl Avlu, dem Roten Hof aus dem 2. Jahrhundert. Dieses Ziegelsteinbauwerk wurde als Tempel genutzt und später in eine dreischiffige Basilika umgewandelt. Unter dem riesigen Hof, der diesem Gebäude seinen Namen gab, fließt immer noch der Fluss Selimus, heute Bergamaçay genannt. Oberhalb der Stadt Bergama, dann das alte Pergamon mit seinen trutzigen Stadtmauerresten und der Akropolis-Oberstadt, erreichbar über eine langgezogene Serpentinenstraße. Von hier aus hat man einen tollen Blick auf Bergama und die umliegende Landschaft. Das Theater von Pergamon sollte mindestens 10.000 Menschen Platz bieten. Doch der Hügel bot nicht Raum genug für die traditionelle halbrunde Bauform, also musste der Architekt mehr in die Höhe planen. So entstand das steilste Theater der antiken Welt. So ein steiles Theater. Das ist das Theater der Antike. Und was spielt man hier in dem Theater? Was man hier spielt? Setz dich mal. Was? Silvia. Was spielt man hier? Die Liebe. Meine Silvia. Ich leg dir zu Füßen. Sag mir nur einmal. Liebling. Ja. Fotografier das. Ja, Moment. Sag noch mal. Okay, sag. Liebling. Ja. Schön gut. Gut. Gleich neben dem Theater sind die Grundmauern des Dionysos-Tempels zu sehen. Oberhalb davon stehen die Überreste des Trajan-Tempels, der die ganze Größe und Bedeutung von Pergamon erahnen lässt. Die Ausgrabungen in Pergamon sind schon vor Jahren weitgehend abgeschlossen. Aber an einigen Stellen arbeiten noch Archäologen aus verschiedenen Ländern, um mit internationaler Hilfe Teile der antiken Bauwerke zu rekonstruieren, indem sie Fundstücke und nachgefertigte Bauteile wie ein Puzzlespiel zusammenfügen und wieder aufbauen. Thank you.
Nur noch wenig übrig geblieben ist von dem Athena-Tempel und der berühmten Bibliothek. Sie war nach Alexandria die zweitgrößte der antiken Welt und drohte, diese in der Bedeutung zu überflügeln. Als daraufhin die Ägypter kein Papyrus mehr lieferten, wurde hier das Pergament erfunden. Ebenfalls nur noch in den Grundmauern vorzufinden ist der berühmte Zeus-Altar, der ca. 180 v. Chr. Erbaut wurde. Darstellungen des Götterkampfes mit den Giganten um die Weltherrschaft zierten in zahlreichen Reliefs den Fries dieser Anlage. Heute sind sie als Rekonstruktion im Berliner Pergamonmuseum. In der Unterstadt von Pergamon sind noch die Überreste der römischen Bäder, des Gymnasiums und Demeter-Tempel zu besichtigen. Wir sollten uns aber verabschieden und unseren vier Freunden zum Asklepion folgen, einem Heiligtum und medizinischen Zentrum der Antike. Es liegt nur wenige hundert Meter von der Akropolis entfernt und war durch eine Säulenstraße mit ihr verbunden. Hier erwartet uns eine historische Persönlichkeit, Hippokrates, der Vater der Ärzte. Asklepion. Asklepiona, hoş geldiniz. Ben Hippokrates. Doktorların babası, Vater der Ärzte? Evet, doktorların babası 2000 yıldan beri. Seit 2000 Jahren. 2000 yıldan beri. Ama tıp bugün çok ileri. Biliyorum, teknik bugün çok ileri. 2000 yıl önce. Vor 2000 Jahren. Evet. 2000 yıl önce biz burada hastaları müzikle, şiirle iyi ettik. Haben wir hier die Kranken mit Musik und Poesie behandelt. Gesund gemacht. Teknikle değil. Damals gab es keine Technik. O zaman teknik yoktu. Hayır. Teknik vardı ama doktorlar tekniğin kölesi değildiler. Hastalar da. Doğru Peter. Hastalar da tekniğin kölesi değildiler. Die Kranken waren auch nicht Sklaven der Technik. Bugün öyle değil. Bugün teknik çok. Müzik yok. Şiir yok. Resim yok. Ama televizyon var, video var. Evet var. Ama hastaya televizyon lazım mı, video lazım mı? Aber braucht der Kranke Fernsehen und Video? Bilmem. Düşünün çocuklar, bunu düşünün. Denk darüber nach. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kal Hippokrates. Güle güle. Güle. Dieses Heiligtum und Orakel war in der Antike ebenso berühmt wie die von Kos und Epidauros. Erst mit der Ausbreitung des Christentums gerieten die ganzheitlichen Kur- und Heilmethoden aus diesem fortschrittlichen medizinischen Zentrum in Vergessenheit. Neben dem Heiligtum gab es ein Theater, Kolonnaden zum Verweilen, eine Bibliothek, verschiedene Heilquellen und Brunnenanlagen. Hypnose- und Tiefschlaftherapie wurden im Behandlungszentrum angewendet, unter Zuhilfenahme von Gletscherreflexionen des Wassers in der Gewölbekonstruktion. Unser letztes Reiseziel heute heißt Foça, nur noch etwa 60 Kilometer von Izmir entfernt. Ebenso wie die Landschaft ringsherum ist dieses ehemalige Fischerdorf im Charakter stark griechisch geprägt. Heute ist das Badestädtchen voll auf den Tourismus konzentriert, hat aber noch nicht gänzlich den verträumten Charme einer Mittelmeerkleinstadt verloren. Die großen Hotels und Clubanlagen liegen alle außerhalb der Stadt, direkt in den Badebuchten und an den Stränden der Umgebung. Nennenswerte historische Sehenswürdigkeiten hat Foça kaum anzubieten, von Überbleibseln einer genuesischen Burganlage vor den Toren der Stadt und von Teilen der rekonstruierten Stadtmauer einmal abgesehen. Dennoch lohnt sich ein Besuch in Foça, schon wegen der geruhsamen Atmosphäre.
Folgen Sie also unseren vier Freunden auf den letzten Rundgang dieser Folge. Ich verabschiede mich schon mal von Ihnen. Allah smaldık, bis zum nächsten Mal. Es ist toll hier am Wasser, ne? Ja, und so schön ruhig. Aber im August ist ja richtig was los. Dann ist nämlich ein Festival. Foça Festivali başkadır. Niçin? Çünkü Foça Festivali demokratik bir kültür festivalidir. Aber hier reden sie sehr viel. Ama burada çok konuşuyorlar. Bir şey anlamıyorum. Her yıl gazeteciler, politikacılar, sanatçılar buraya geliyorlar. Aber wir bleiben nicht hier. Hayır, burada kalmıyoruz. Çok zamanımız yok. Hayır, çok zamanımız yok. Wir müssen gleich weiter. Evet, İzmir'e. Tamam, İzmir'e. Okay, wir fahren nach İzmir.